Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Biotechnologie ist in unserem Alltag ziemlich verbreitet. In den nächsten Folgen werden wir Ihnen einige Beispiele zeigen. Heute Waschmittel. Motoröl oder Heidelbeersaft, Rotwein oder Lippenstift. Eine Katastrophe für die Wäsche. Doch heutige Waschmittel bekommen auch die übelsten Flecken aus Kleidern heraus. Und das bei 60 Grad oder sogar weniger. Der Grund für den Fortschritt? Die Forscher der großen Waschmittelhersteller entwickeln immer bessere Zusatzstoffe, die auch den hartnäckigsten Dreck auflösen können. Sie setzen dabei auf natürliche Dreckbeseitiger, bestimmte Enzyme. Und diese Moleküle können dank der Biotechnologie überhaupt erst in großen Mengen hergestellt werden, nämlich mit genetisch umprogrammierten Mikroorganismen wie Bakterien. Sie sind klein wie Wasserflöhe und niedlich wie Teddybären. Aber kaum jemand kennt sie, die Bärtierchen. Dabei sind sie für die Forschung wichtige Modelltiere und fast überall zu finden. Und die kleinen Tiere haben große Fans, wie die Internetseite bärtierchen.de zeigt. Unsere Auslese. Wer die Seite besucht, der wird erstmal gewarnt. Eine gewisse psychische Abhängigkeit können die Bärtierchen hervorrufen. Und tatsächlich, wer beobachtet, wie ein Bärtierchen mit seinen Patschehändchen vorbeikriecht, der kann sich verlieben in diese kleinen Kreaturen und will immer mehr erfahren von diesen unbekannten Wesen. 1,9 Milliarden Euro geben Bund und Länder seit 2006 für die Exzellenzinitiative aus. Damit wird Spitzenforschung an deutschen Universitäten finanziert. Wenn Sie wissen wollen, was mit dem Geld alles passiert, können Sie im Internet das Videoportal exzellenz-initiative.de besuchen. Unsere Auslese. Mehr als 80 Projekte an deutschen Hochschulen bekommen Gelder von der Exzellenzinitiative. Und was wird genau damit erforscht? Das zeigen die vielen Videos auf der Seite exzellenz-initiative.de. So wird die Proteinforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit schönen Grafiken erklärt. Ein anderes Video zeigt, wie an der Medizinischen Hochschule in Hannover daran geforscht wird, menschliche Organe zu züchten. Und jede Woche kommt ein neues Forschungsvideo hinzu. Am 24. März war Welttuberkulose-Tag. An der Lungenkrankheit Tuberkulose sterben weltweit etwa 2 Millionen Menschen pro Jahr. Doch es gibt ein wenig Hoffnung. Deutsche Forscher testen einen neuartigen Impfstoff gegen den Krankheitserreger. Tuberkulose ist eine der ältesten Plagen der Menschheit. Lange dachte man, dass die Krankheit durch Antibiotika ausgerottet werden kann. Doch immer mehr Tuberkuloseerreger sind gegen gängige Antibiotika resistent. Aber nicht nur das. Auch der bisher genutzte Impfstoff bietet vielfach keinen Schutz mehr. Dies ist vor allem in Entwicklungsländern ein großes Problem. Berliner Forscher um Stefan Kaufmann vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie arbeiten deshalb schon seit Jahren an einem neuartigen Impfstoff, der die körpereigene Abwehr gegen Tuberkulose besser mobilisieren soll. Zurzeit durchläuft der Impfstoff erste klinische Tests, die vom Bundesforschungsministerium gefördert werden. Heute erklären wir Ihnen in unserer Rubrik Kreidezeit keinen Begriff aus der Forschung, sondern aus der Biotech-Industrie, den Bioreaktor. Bioreaktoren sind eigentlich nichts anderes als lebende Produktionsfabriken. Nehmen wir das Beispiel der Insulinproduktion. Insulin ist ein wichtiges Medikament für Diabetespatienten. Früher musste man das Insulin aus Schweinen isolieren. Das ist aber ein sehr aufwendiges Verfahren und außerdem vertragen nicht alle Diabetespatienten das tierische Insulin. Deshalb hat man Bakterien dazu gezwungen, menschliches Insulin zu produzieren. Dafür hat man das menschliche Gen für Insulin isoliert und in die Bakterien eingeschleust. Diese produzieren dann das Insulin und damit hat man die Bakterien zu Bioreaktoren gemacht. Um nun diese großen Mengen an Insulin, die für die vielen Diabetespatienten notwendig sind, herzustellen, muss man diese Bakterien vermehren und in großen Stahlkesseln das Insulin produzieren lassen. Auf diese Weise kann man mittlerweile sehr viele verschiedene Medikamente herstellen. Das war's schon wieder. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mal gehen.